Moin Freunde und herzlich willkommen in der Kress Garage. Heute möchte ich mit euch ein Chassis bauen und zwar das Tamiya M06 Chassis. Ein sehr schönes Chassis, jetzt hier mit dem Alpine A110 im Jägermeister Design gekommen. Ist gerade erst rausgekommen, ich freue mich sehr das Chassis zu bauen. Ich habe schon einige Chassis gebaut, aber noch kein M06. Ein kurzes Unboxing habe ich schon im anderen Video gemacht. Wir haben auf jeden Fall alles da, was die Karosserie braucht. Sprich, natürlich die Karosserie. Zum Lackieren und Zusammenbauen der Karosserie gibt es auch noch ein Video. Aber wir fangen jetzt mit dem Chassis an. Brauchen wir nicht Anbauteile. Felgen. Felgen können wir gebrauchen nachher mal. Aber erst später. Fahrtenregler, Reifen. Kleinteile, Chassiswanne, Einlagen für die Reifen, Chassiswanne, Radaufhängung, Chassis, Getriebe, Mitnehmer, die Verlängerung kann man einstellen, hat ja drei verschiedene Längen das ganze Teil und die Anleitung, wobei die Sticker brauchen wir nicht. Die Anleitung zum Aufbau können wir gleich einmal gebrauchen, zeige euch wo. Und natürlich die Anleitung selber. All das brauchen wir. Ich hole mir jetzt Schüsseln, packe alles auseinander aus, zeige euch am Anfang einmal, wie ich die Teile sozusagen, nachdem ich sie aus der Halterung sozusagen aus dem Guss genommen habe, wie ich sie präpariere, damit sie gut aussehen, was ich dafür benutze. Und dann bauen wir auf jeden Fall mal den Arbeitsschritt 1 durch. Insgesamt gibt es A, B, O, Arbeitsschritt A und B. Wir machen jetzt im ersten Video Schritt A. Das heißt, falls ihr Interesse habt, holt euch euren Bausatz dazu. Ich werde Schritt für Schritt alles zeigen, was ich mache. Zumindest das Austrennen, das zeige ich euch einmal am Anfang. Und worauf ihr achten müsst. Also viel Spaß mit diesem Video. Bevor wir jetzt anfangen zu bauen, gehe ich einmal kurz die gesamte Anleitung durch. Solltet ihr auf jeden Fall auch machen. Was uns hier schon direkt auffällt ist, für dieses Chassis gibt es drei verschiedene Längen, drei verschiedene Radstände. Das M06S, M und L. Einmal haben wir 210 mm Radstand, 225 mm und 239 mm. Um zu gucken, was wir jetzt bauen müssen, müsst ihr immer kurz einmal sozusagen in die Anleitung für die Karosserie gehen. Und da seht ihr dann hier oben, dass wir das M06S bauen müssen, also 210 mm, die kurze Version. Danach müssen wir uns immer ausrichten, je nachdem, was wir halt brauchen, müssen wir den Arbeitsschritt abarbeiten, der sozusagen unter diesem Punkt gelistet ist. Sonst brauchen wir das erstmal nicht mehr, erst wenn es wieder zur Karosserie geht. Ansonsten ist die Anleitung so aufgebaut, dass sie in verschiedenen Sprachen steht. Japanisch, Englisch, Deutsch und Französisch steht es hier. Viele Tipps sind immer erklärt, lest euch das ruhig mal durch, wenn ihr die Zeit dafür habt. Ansonsten sieht man hier an der Seite immer die, Arbeitswerkzeuge, das heißt Schrauben, Unterlegscheiben oder Zahnräder, ähnliches, im Originalmaßstab. Das heißt, falls ihr Sachen habt, die euch zu ähnlich vorkommen und nicht genau wisst, welches ihr nehmen sollt, könnt ihr sie hier drauflegen. Hier sind sie im Arbeitsschritt genau 1:1 dargestellt. Das heißt, ihr wisst immer hier, wie groß ist eine BA7-Schraube, wie groß ist eine BA1-Schraube und ähnliches. Das wird hier mal alles erklärt. Es sind auch immer Notizen, worauf ihr achten müsst, aber das gehen wir auf jeden Fall Schritt für Schritt nachher durch. Das heißt, hier im Schritt 7 wird der Motor eingebaut. Ich werde jetzt den Standard-Büchsenmotor einbauen. Ihr könnt aber natürlich auch einen anderen Motor einbauen. Da gibt es ja einiges, was gerade jetzt Brushless-Motoren angeht. Falls ihr da mehr Speed reinbringen wollt, könnt ihr da an dieser Stelle den Motor austauschen. Hier wird an der Seite auch nochmal gezeigt, welche Übersetzung ihr dann sozusagen habt, wenn ihr dieses Getriebe mit dem Motor, mit dem passenden Zahnrad dazu fahrt. Hier seht ihr auch dann nach dem, was für ein Zahnrad ihr eingebaut habt, wie ihr das umgehen, wie ihr das sozusagen den Motor einsetzen müsst. Und am Ende von Schritt A sozusagen haben wir das Chassis fertig gebaut mit dem Getriebe und der hinteren Motoraufhängung. Im nächsten Video geht es dann in Schritt B rein. Der ist ein bisschen umfangreicher, aber ganz so kompliziert wie dieses Modell auf jeden Fall nicht.
Ich zeige euch jetzt noch mal kurz, was ich an Werkzeug benutze. Gerade wenn ihr mit einem Messer schneidet, finde ich immer ganz gut, wenn ihr so eine Unterlage habt. Die gibt es in DIN A4 kleinen Größen, es gibt die aber auch in richtig groß, schön DIN A3 oder DIN A2. Da hat man dann eine schöne Arbeitsfläche, auch wenn es ans Kleben oder Ähnliches geht, verschädigt die nicht den Untergrund. Ansonsten habe ich mir hier jetzt immer noch geholt. Ich habe natürlich noch ein scharfes Cuttermesser, ist ganz wichtig. Zum Austrennen der ganzen Plastikteile aus dem Plastikguss benutze ich unheimlich gerne einen Nagelknipser. Damit kommt man auch schon schön an die Rundung ran. Falls dann noch ein Grat ist, der übersteht, könnt ihr mit dem Messer arbeiten. Ich habe noch zwei einfache kleine Schraubenzieher, einen Schlitz und ein Kreuz. Und dann meinen akkugetriebenen Schraubendreher. Mit vor und zurück. Könnt ihr ganz normal über den Akku laden. Ihr habt alle Einsätze, die ihr braucht. Und damit könnt ihr euch eigentlich das ganze Fahrzeug bauen. Was ich mir noch geholt habe im Nachhinein, ist nochmal so ein Schraubendreher, der die passende Größe hat, sozusagen für die Radmitnehmerschrauben, für außen die. Hier finde ich ein bisschen einfacher, hier mit zu drehen. Ganz cool. Und wir bauen auf jeden Fall noch ein Servo auf. Ich habe jetzt hier mal ein Standard-Servo. Könnt ihr aber auch etwas schnellere oder etwas größere einbauen. Aber wenn ihr nur so ein bisschen Spaß fahren wollt, reicht ein Standard-Servo auf jeden Fall aus. Was ich auch noch geholt habe, ist ein Kugellagersatz. Das heißt, ich werde die Plastik-Gleitlager, sozusagen, die im Bausatz sind, nicht benutzen. Ich werde dort Kugellager einbauen. Ja, das ist alles drumherum. Jetzt hole ich mir noch Schüsseln. Und dann trenne ich schon mal alles raus, sozusagen, was wir in Schritt 1 bis 9 haben, damit ich danach gut und schön weiterarbeiten kann. Hier können wir schon schön sehen, hier sind die Zwischenstücke sozusagen, um das mittlere und das lange Chassis zu machen. Die beiden brauchen wir nicht. Und hier gibt es auch noch Unterschiede für lange Chassis und fürs kurze Chassis. Wir brauchen ja das S-Chassis, also nehmen wir, wie in der Anleitung beschrieben, diesen beiden Teile hier. Nochmal hier eine grobe Erklärung für den Aufbau. Falls ihr jetzt so eine Explosionszeichnung hier habt, ist ein Kunststoffteil hier beschrieben, mit D4 zum Beispiel. D4, das D steht für den Träger. Ihr habt ja verschiedene von diesen Spritzgussträgern. Da könnt ihr mal gucken. Hier zum Beispiel ist ein A. Das heißt, das ist Spritzgussträger A. Wenn ihr jetzt sozusagen D habt, müsst ihr das Teil, den Träger D raussuchen. Und dann das Teil, in diesem Fall jetzt hier. Könnt ihr euch raustrennen. Schrauben sind auch beschriftet. In dieser Kleinteiltüte hier sind noch alle Schrauben für Arbeitsschritt B. Die brauchen wir später. Und alle Schrauben und Werkzeuge von Tamiya für Arbeitsschritt A. Dann ist hier noch Schritt C, Dämpfer und der letzte Schritt sozusagen. Wir haben hier auch den Servo-Horn und das Servo-Saver sozusagen mit drin. Noch ein paar Teile für die Karosserie. Hier drin sind auch die Getriebeteile, die wir brauchen. Und den Motor, den wir einbauen wollen. Wenn ihr das alles zusammen habt, jetzt hier, fange ich an, diese ganzen Gussanlaufstellen sozusagen schön auszuschneiden. Sind oft mehrere, schaut da mal nach, dass ihr die gut wegkriegt. Zum Beispiel hier, wenn ihr hier so ein Stück habt, was so weit hier übersteht, nehme ich immer gerne den Nagelknipser. Kann ich schön sauber rangehen, das Ganze abknipsen. Das ist schön sauber.
habe jetzt alle Teile für den Bauabschnitt A sozusagen schön sauber gemacht und entgratet. Wenn da schön arbeitet, sieht das Ganze nachher viel besser aus. Jetzt holen wir noch das Getriebe raus. Sind die Kunststoffteile, die sind schon vom Werk sozusagen freigestellt. Die haben keine Angussstellen sozusagen. Kann man trotzdem noch mal nachgucken. Das ist der Abstandhalter, um das Zahnrad an den Motor anzupassen. Das sind die Teile. Das brauchen wir nicht mehr. Und dann haben wir noch die Schrauben. Das berühmte Tamiya-Kreuz, ein paar Schrauben. Tamiya-Fett brauchen wir fast nur fürs Getriebe, wir haben ja Zahnräder. Hier noch ein paar Gleitlager, die wir jetzt in diesem Arbeitsschritt bräuchten. Und den Imbus sozusagen für den Motor für das Zahnrad. Und hier ist dann auch das Zahnrad bei. Hier im Set ist jetzt ein 20er Zahnrad dabei. Da gucken wir nachher nochmal, ob wir ein schnelleres einsetzen wollen oder ein langsameres. Und das ist noch eine Papierscheibe sozusagen, die den Motor schützt, dass hier durch diese Löcher kein Dreck reinkommt. Können wir schon mal draufsetzen. So, dann kommen wir zu Schritt 1. Wir bauen das Differential im Getriebe sozusagen zusammen. Jetzt die Zahnräder nach innen setzen und ruhig viel Fett drauflegen schon. Dann kann das Ganze hier rein. Das hat so leichte Führungsschienen. Ja, da sieht man es vielleicht. Leichte Führungsschienen, da kommt das Differential jetzt rein. Ja, fast. So liegt es jetzt drin. Auch hier schön in den Schienen. Jetzt drücke ich noch gut Fett rein. Das zweite Zahnrad rein. Und dann den Deckel. Für den Deckel könnt ihr auch wieder achten. Habt ihr drei Löcher und versetzt drei Pinne. Drei Pinne kommen genau in die Führungsschienen, die sozusagen das innere Differential auch halten. Schön zusammendrücken und dann festschrauben. Immer schön versetzt anziehen die Schrauben, nicht dass sich da was verkantet. Und bei Kunststoff immer dran denken, na fest kommt ab, also nicht übertrieben, aber schön fest. So, das war jetzt Schritt 1, kommen wir zu Schritt 2. Anstatt der Kunststoffgleitlager nehme ich jetzt richtige Kugellager.
Meine Fresse, was ist denn das für ein Scheißding hier? Wenn ihr das Teil D9 einbaut, guckt drauf, das hat eine lange und eine kurze Seite. Dass das richtig rumsitzt, dann passen die Löcher darunter auch gut. So, damit ist Schritt 3 abgeschlossen. Und wir kommen zu Schritt 4. Jetzt müssen wir wieder Kugellager einsetzen.
Die muss nach hinten zeigen. Jetzt kommen wir wieder zu einem Schritt, wo wir entscheiden können, welche Länge wir brauchen. Wir haben ja schon festgestellt, wir brauchen die S-Version, also die kurze Version. Und dafür sehen wir jetzt hier sozusagen die Schritte. Falls ihr da jetzt was anderes bräuchtet, kann man auf einer späteren Seite sozusagen sich nochmal angucken, wie es da weitergeht. Aber wir machen jetzt erstmal Schritt 9. Und zwar nehmen wir die Hauptwanne, die kurzen Seiten. Ach, ich habe das hier noch vergessen. So, jetzt machen wir hier weiter. So, das war jetzt die kurze Version, die wir brauchen. Auf der nächsten Seite wird man noch sehen, wie man das Medium-Chassis und das lange Chassis aufbaut. Dafür gibt es halt andere Teile, die noch zwischengesetzt werden. Im nächsten Video geht es dann mit Schritt B weiter. Schwupps, habe ich ein rotes T-Shirt an. So, das war jetzt Schritt A. Alle Bauschritte sozusagen für das M06-Chassis. Wir haben den Motor zusammengebaut, wir haben das Getriebe zusammengebaut, die Chassiswanne sozusagen zusammengebaut. Es ist auf jeden Fall was anderes, als ich jetzt das M05 oder M04 damals noch gebaut habe. M05 ist was anderes als das M06. Da ist doch schon ein starker Unterschied. Ansonsten seht ihr jetzt hier ein Video, wie ich die ganze Serie sozusagen zu diesem Chassis habe. Das sind so ungefähr 4 Videos. Noch ist es erst eins, es kommen noch weitere. Und auf der Seite seht ihr mein letztes Video. Ich hoffe, euch konnten diese Arbeitsschritte helfen, euer Traummodell, euer Chassis zusammenzubauen. Ansonsten schreibt Fragen drunter, wenn ihr welche habt. Lasst ein Abo da, drückt gerne die Glocke, falls ihr das Set kaufen wollt oder mich unterstützen wollt. Unterm Video gibt es nochmal einen Amazon-Link zu dem Produkt. Ansonsten sage ich jetzt ciao und tschüss, bis bald, euer Chris.